Moin meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Sky, und diesmal geht's um den Sasukosa-Schrein. Dieser Schrein befindet sich inmitten vom Schloss Hyrule. Ich kann euch das mal eben zeigen. Ja, wenn ich mal rauszoome hier. Wir befinden uns jetzt unten rechts an dieser einen Stelle. Und zwar gibt's eine versteckte Öffnung, wo wir zum Hafen kommen. Und ich zeige euch einfach mal, wie wir hier hingelangen und wie wir dann im Endeffekt den Schrein hinter uns freischalten. Bis gleich. So, meine lieben Leute, um an diesen Schrein jetzt nun ranzukommen und ihn zu finden, habe ich mich jetzt hier nördlich von Schloss Hyrule eingefunden, und zwar an der nördlichen Säule. Das ist dieses komische Gebilde da neben mir. Jetzt zeige ich das mal eben auf der Karte. So, genau hier. Bisschen weiter westlich davon habe ich mich hingestellt. Und jetzt fliegen wir rüber zu dieser, ja, Art kaputten Mauer hier. Wir machen hier aber auch einen ganz kleinen Zwischenstopp und begeben uns hier mal nach oben, denn die Ausdauer brauchen wir gleich noch. So. So, hier halten wir uns ein bisschen an der Kante, sonst sieht unser Gegner relativ schnell, der da unten schon lauert. Genau, den meine ich. So. Jetzt machen wir hier einen ganz kleinen Zwischenstopp. Und wer jetzt unbemerkt ankommen möchte, der fliegt hier ins Wasser und schwimmt sozusagen hier in diese kleine Öffnung an den Docks. So. Das ist uns sehr gut gelungen. Um die Fledermäuse kümmern wir uns, weil die sind nervig. So. Wir folgen einfach jetzt den Treppenverlauf. Und sind eigentlich auch schon angekommen. Wir sehen jetzt hier, ja, so ein paar Fackelständer. Und jetzt equippen wir Pfeil und Bogen und zünden sozusagen diese große Fackel hier noch an. Was zur Folge, dass sich dann der Schrein zeigt. Alles gar nicht so schwer. So, willkommen beim Sasukosa-Schrein, und dann würde ich einfach mal sagen, springen wir direkt in den Schrein. So, sind wir im Schrein angekommen, werden wir relativ schnell feststellen, dass es sich wieder um einen Kampfschrein handelt. Und zwar ist das diesmal wieder ein schwieriger. Von daher equippen wieder unser bestes Equip, holt die dicken Schwerter raus und dann geht's los. So, das hat gut funktioniert. Ich habe dafür meine antike Rüstung angezogen und antike Waffen equipped, dann gibt es nämlich Plus Damage. Und somit war der ganze Kampf eigentlich gar nicht mal so schwer. Die Lanze lasse ich einfach mal liegen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann nehmen wir unseren Loot entgegen. Feuerschwert. Nehme ich einfach mal mit. Und dann holen wir natürlich unser wohlverdientes Abzeichen ab. Ja, meine lieben Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem ganz kleinen Tutorial weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat und falls es euch weitergeholfen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis denn, euer Sky. Tschüss!